Willkommen an den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von den Frakta und ich bin wieder in UFO Alien Invasion. Und jetzt will ich mal gucken, was abgeht. Ich will kämpfen. Kämpfen will ich. Lass mal mehr Zeit laufen. Also wenn es funktioniert wie früher, dann kriege ich jetzt irgendwann die Meldung, dass böse Aliens aufgetaucht sind und irgendwo was kaputt gemacht haben und dann fliegen wir hinten und hauen sie weg. Mal gucken, ob die Theorie auch in der Praxis so stimmt. Aber das mit der Erdkugel, das gefällt mir wirklich. Ach, da hinten ist halt der Mond. Ob ich auf dem Mond auch was basteln kann? Kann man den einbeziehen hier in die Erdverteidigung? Nee, irgendwie nicht. Schade. Sehr schade. Also den Mond einzubeziehen, das hätte ich mal richtig cool gefunden. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Bin ja am Anfang. Und wir gucken mal kurz in die Basis. So, also, Also der Firebird ist der Transporter, da kann ich 8 von 8 Mann transportieren und der Stiletto ist mein Abfangjäger. Also ich habe nur einen. Nur einen. Achso, jetzt habe ich in dem Firebird habe ich die Kanonen alle eingebaut. Aha. Ja, und im Stiletto kann ich. Okay. Nee. Achso. Achso, immer nur eins von beiden geht. Also entweder der Raketenwerfer oder das Drehgeschütz. Okay. Ja. Was auch immer. So. Ich brauche Flugzeuge. Achso. Moment. Ich hab doch einen großen Hangar. Ist da, oder? Naja, ich will nicht zerstören. Ich will die Info. Moment, so. Großer Hangar. Bla bla. Alles bla bla. Ich will keine kleinen aufnehmen. Ach so. Ja, da oben steht's. Nee, steht nicht. Wie finde ich denn raus? Also, okay. Landungsschiff ist der große Hangar. Die sind sehr verwundbar. Okay, ja, verstanden. Der kleine Hangar ist dafür den Abfangjäger, oder? Die wird nur Platz für ein kleines. Ja, das wird dann der Abfangjäger sein. Ja. Ja, dann bauen wir noch einen kleinen Hangar. Ja, wenn der Hangar so wäre, egal, bauen wir trotzdem dahin. Bauen wir gleich noch einen, ha? Nur Kohle? Ja, komm, scheiß drauf. So. Ich werde der erste Spieler sein, der wahrscheinlich bankrott geht. Zügig. Egal. Kaufen, verkaufen. Ach, ich kann die auch kaufen. Ist das billiger als Produktion oder geht schneller? Moment, Produktionskosten sind 20.000 und ich brauche fast ein Jahr. Und wenn ich es kaufe, kostet es auch 20.000. Also erst wenn der Hangar fertig ist. Ja, das habe ich jetzt nicht ganz geblickt. Naja, egal. So, jetzt gehen wir auf die Karte. Machen wir Zeit ein bisschen schneller. Ich will irgendwie kämpfen. Ja. Achso, das hält immer, steht. Interessant, das wird automatisch die stoppen. Was auch immer. Ja, wo bleiben jetzt die Aliens? Ah, wir lassen noch ein bisschen schneller laufen. Ah, cool, mein Raketengeschütz in der Basis ist fertig. Das schauen wir uns kurz an.
Ja, ach so, ich habe keine Raketen. Ja, das ist dann doof. Ist das der? Nö, oder? Doch. Waffe für Basisverteilungssystem. Na, ich kann nur einen reinbauen, okay. Ja, immerhin. Warum ist das jetzt so dunkel? Andererseits, für was soll das auch beleuchtet werden, gell? Wie kriege ich eigentlich nochmal Geld, wenn ich irgendwelche Einsätze beende? Schön. Raketenwerfer ist installiert. Ah, der kleine Hangar ist fertig. Sehr cool. Also, dann holen wir uns jetzt noch einen Abfangjäger. Ah, wir haben jetzt nur 99.000, aber ist ja egal. Da haben wir drei Abfangjäger. Das ist doch mal obercool. Jetzt brauchen wir noch die Bewaffnung, oder? Ja, wir brauchen Piloten. Wir brauchen noch zwei Piloten und wir brauchen noch Waffen, oder? So, dann hauen wir da eben Trägeschütz rein. Moment, also... Hä? Der hat jetzt das Trägeschütz. Und der hat den Raketenwerfer. Der geht da nicht rein. Okay. Okay, ah, verstanden. Ich brauche noch eine Waffe. Da ist es. So, und du brauchst dann noch das Trägeschütz. Jetzt brauche ich noch zwei Piloten. Gott. Dann gehen wir mal wieder hoch auf die Oberfläche. Ein Raketengeschütz und drei Abfangjäger. Das ist schon mal cool. Da können wir relativ zügig vielleicht was runterholen. Dass wir da niederkämpfen können. Vielleicht was erbeuten oder so. Moment. Hier ist alle Stiletto 1. Die heißen jetzt alle Stiletto 1. Ja. Kann ich den... Ah, okay. Ja. Ja, doch, ne, bitte. Warum konnte ich denn hier oben? Ach so, konnte ich auch nicht. Ach so, ich muss auch bestätigen. Okay. Ach ja, Monty. Und, Whisky Delta. So. Machen wir ein bisschen schneller. Ah, der Radarturm ist fertig. Ach, die haben nicht so eine Reichweite. Okay. So. Können wir uns erlauben, noch so ein Teil zu bauen? Die waren nicht so teuer, gell? Ja. Ja. Warum ist das jetzt immer noch gesperrt? Ah, ein UFO. Ah, der Radarturm 2 hat sich direkt bewährt.
cool. Jetzt. Was jetzt? Gedings. Gebums. Abschießen. Runterholen. Wie? Hab ich jetzt irgendwas? Folgen jetzt alle drei? Ja. Ah, cool. Tschu! Na, bin er. Ist wieder abgehauen. Ach, schade. Brauchen wir von den Radartüren. Von der Freude nach zufrieden. Ja, warum hat das sich jetzt verschlechtert? Von ihr angegriffen oder was? Radarturm 1. Und kriegen wir auch wieder abgebrochen. Ach so, weil die aus dem Radar verschwinden oder was? Ach Mann, oh. So, was? Wo? Wo? Da, sehr cool. Dann holen wir jetzt aber doch. Ich will jetzt den Giant abschießen. Yes. Und? Und? Abgestürztes UFO. Ah, geil. abgeschossen. Im orientalischen Vorort. So, jetzt. Und fliegt? Nee, ich will nicht zurück zu... Was? Was? Ja, warum fliegt denn jetzt wieder? Nee, fliegt ja nicht zurück. Fliegt hin. Aber hat er auch einen an Bord? Wahrscheinlich. Aber sind sie auch bewaffnet? Weiß ich nicht. Scheiße, daran habe ich nicht gedacht. Oh nein! Vielleicht sind sie schon standardmäßig mit irgendwas ausgerüstet. Ja. Ja, werden wir gleich mal mit Stein werfen, mit Stöcken draufhauen. Ja, sieht doch gut aus. Dann Raketewerfer. Sturmgewehr, Scharfschützengewehre. Ja, gut, sind bewaffnet, die 8-Mann. Sehr geil. Ah, von Optik erinnert es mich an, wie hieß denn das nochmal von SSI? Dieses eine Spiel im Zweiten Weltkrieg, Socialist at War. Das habe ich versucht, die Tage zum Laufen zu bekommen, aber irgendwie war ich dann semi-erfolgreich. Ein bisschen auch, also das ist so isometrisch-taktisch Übersicht, das war in den 90ern extrem beliebt, Jagged Aliens 1, 2, genau dieses Soldiers at War von SSI, eben die XCOM-Teile, da gab es ganz viele, wo so ähnlich waren. So, dann schwärmen wir mal aus. Ein Scharfschützengewehr. Kann die aufs Dach? Nee, sowas will ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber keine Ahnung, wie lange das jetzt schon wieder geht, die Aufnahme. Ich überziehe doch immer. Erstmal die Sicherheit der Haus... die etwas zweifelhafte Sicherheit der Hauswand anstreben. Und von da aus teilen wir uns dann in kleinere Teams auf. Da ist ein bisschen was kaputt. Ich sehe aber kein UFO. Ach, so scroll ich raus. Okay. Okay, ich mache einfach mal meinen Cut.
Und dann sehen wir uns hier auf dem Gefechtsfeld wieder in der nächsten Folge. Bis dann, viel Spaß noch, schönen Abend noch und macht's gut. Tschüss.